No one can hide from my sight. So, ja, damit hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen Samstagabend wünsche ich. Und, warum geht das nicht? Ja, jetzt geht's. So, fantastisch. Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich. Da sind wir mal wieder bei einem wundervollen Livestream hier auf Twitch. Und ja, was soll ich sagen? Ich war jetzt eine Woche lang nicht da. Mal wieder, ich, bearbeiten. So. Aber jetzt bin ich wieder da. Und was soll ich sagen? Ich hatte, ja, zwischendrin Zeit, mir tatsächlich eine Netflix-Serie anzugucken, die mir der Cooper vorgeschlagen hat. Vielen Dank dafür. An den tollen Cooper. Denn der Nachteil ist jetzt, ich habe League of Legends angefangen. Der Cooper ist schuld. So, was jetzt der effektive Punkt ist, ich habe angefangen, League of Legends zu spielen und ich bin absolut ein Riesenböppel da drin. Ja, wir probieren es einfach mal. Fun Fact, ich habe auch die Mobile-Version gleich installiert, also von daher, ja, ich kann jetzt immer League of Legends spielen. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. So. Das heißt, ich muss jetzt nochmal gucken. So, League of Legends. Cool, man kann sogar League of Legends Wild Rift auswählen. Das ist nämlich die Dingens-Variante. Also die. Helft mir. Die Variante auf dem Handy. Wir spielen die PC-Variante und League of Legends wird gerade gestartet. Ich frage mich nur gerade, warum das so lange dauert. Aha. Und auch wird mit der Riot Claimed auf den Desktop draufgepackt. Das finde ich fantastisch. Ich weiß nicht ganz warum, aber okay. Braucht kein Mensch diesen Client. Ich habe es lustigerweise über den Riot Client installiert und dann festgestellt, über Epic gibt es das ja auch mittlerweile. Also habe ich es jetzt über Epic nochmal installiert. Wow. Ja. So. Und das hat tatsächlich einen riesen Vorteil jetzt, weil ich kann es jetzt direkt starten, dann ohne Riot Launcher. Aber der wird trotzdem irgendwie mitgenommen. Also keine Ahnung, wie das genau funktioniert. So. Ich muss kurz ein neues Epic-Spiel holen. Ich krieg wieder ein Epic-Spiel kostenlos. Rogue Company, Epic-Paket für Season 4. Warum auch nicht? Es gibt's kostenlos. Anstatt 32 Euro, 0 Euro. Klar. Nimmt mal mit, würde ich sagen. Warum auch nicht? So, ist meine Bibliothek. Finde ich gut, das machen wir zu. Dann machen wir folgendes. Szenen. Dann gehen wir in Game rein. Klack. So. Dann seht ihr das. Das funktioniert gut. Mir ist aufgefallen, ich muss Words on Stream übrigens mal wieder hier reinpacken. Hallo. Ewig nicht mehr gestartet. Ich mache das normalerweise eigentlich immer vorm Stream, aber ich denke immer nie. Also, normalerweise müsste ich es vorm Stream machen. Ich denke aber nie dran. Drum mache ich es nie vor dem Stream, sondern erst im Stream. Wenn ich unten dann diesen orangenen Bubble sehe. So. So, kurz den Stuhl fixieren. Hallo? Diese Webseite ist so langsam von Words on Stream. So, Twitch. Kann ich jetzt hier draufklicken? Geht das jetzt? Vier Stunden später. Dam, bam, bam. Dam, 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 dam. Dam, 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 da, da, dam. Ja. Ist mein Internet gerade so langsam oder ist das einfach Words on Stream? Ich bin mir gerade nicht sicher.
kann sich nur um Stunden handeln. So. Mensch, es hat geladen. Ich muss mir unbedingt einen Reminder machen, dass ich das definitiv vorm Stream immer mache. So. Geht das jetzt? Ja, es funktioniert. Ich bin hellauf begeistert. So, da muss ich jetzt noch was anderes machen, weil das Problem ist, das Spiel ist ein bisschen komisch. Das Spiel hat einen Launcher für einen Launcher und mit dem Launcher kann man das Spiel starten. So, das heißt, ich muss mal eben hier sagen, hinzufügen. Ist das eine Spielaufnahme? Ich glaube es nicht. League of Legends. So. Bestimmtes Fenster. So, geht das? Nein, das geht nicht. Okay, Moment. Dann müssen wir es anders machen. Hinzufügen. Dann brauchen wir eine Fensteraufnahme. Hätte ich schon vorbereiten können, wäre viel zu einfach gewesen. So, da haben wir League of Legends hier. Oh, man sieht tatsächlich was. Sehr gut. Kann ich das hier ändern? Ich glaube, das ist aber egal, die Aufnahmemethode, oder? Ja, der kann alles mittlerweile. Okay, das machen wir auf automatisch, solange es nicht mehr funktioniert. So, und dann kann ich das hier einfach so da drüben reinschieben. Zack. Schaut gut aus. Achso, ich habe mich gerade gewundert, der orangene Rand da oben ist, aber der gehört damit dazu, glaube ich. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt hier League of Legends. Das ist super. Und jetzt schiebe ich das hier runter. Was bedeutet in der absoluten Theorie, ist es so, wenn ich jetzt ein Spiel starte, also ihr seht jetzt hier das Menü alles komplett. Ah, mit Mauszeiger sogar, fantastisch. Wenn ich jetzt ein Spiel starte, dann seht ihr das. So, ich mache die Musik aus. Brauchen wir nicht mehr. Ja, das ist laut. So. Wir haben erstmal Teamfight. Toll, Kopuro spielt auch Teamfight Tactics. Mal normales Spiel. So, ich habe natürlich ganz erfolgreich. Ich habe mir den. Ich habe mir den Jinx-Charakter hier geholt. Also den Avatar. Ah, laut! Warum bist du so laut? So, genau. Jetzt passiert das. Ich hoffe nicht, dass da meine E-Mail-Adresse oder irgendwas dran stand. Das wäre sehr schön. So, dann haben wir das. Ach cool, da kann ich draufklicken hier. Sehr gut. Mensch, bin ich ein Böppel. Level 5. Ich bin hellauf begeistert. So. Das ist relativ leise hier. So. Nein. Ah, ich hab sie. Sehr gut. So, ich bin mega schlecht da drin. Ich habe das ein paar Mal gespielt und ich bin mega schlecht drin, weil ich das Problem habe. Ich bin zu blöd für Taktik. Zum einen und zum anderen. Tue ich mich etwa. Habe ich mir kein Glück bei sowas. Aber gut. Hallo? Treff den langen Lauf des Gesetzes. So. Haben wir das. Hallo, Kapuro. So. Caitlin. Eine heiße Spur. Und dann. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Na, oder so. Klack. Treff den langen Lauf des Gesetzes. Okay, nehme ich sie. Auch nicht schlecht. Ich hätte gern Caitlin nochmal, bitte.
Deine Einheiten heilen sich bei jedem Kill mit 300 Leben. Dein Team zählt es ein zu. Rede die Angriffe deiner Einheiten gewinnen 20% Rüstung des Ziels und fangen 5 Sekunden an die Heilung. Warum auch nicht? So. Gerechtigkeit wird Genüge getan. Kassadin, nehmen wir ihn. Dann können wir sie noch mit drauf packen. Dann ist das gar nicht mal so schlecht. Dann können wir die hier upgraden, hoffentlich. Dann sollte es hoffentlich gehen. Dam, da, 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 dam. Dam, dam, da, dam. So. Die ersten Kämpfe sind zum Glück relativ entspannt. So. Cool. Was gut ist? Nein. So. Oh, dann haben wir noch Gold. Oh, cool. So. Ich habe das Werkzeug für den Job. Sehr gut. Dann haben wir Caitlin gleich. Dann lassen wir das jetzt und warten, dass wir hoffentlich hier Vex und Kassadin aufleveln können. Direkt Chibi geholt. Ja klar, ich habe mir gleich dann hier, nachdem es ein Chibi gab, habe ich mir gleich Jinx geholt. Warum auch nicht? Ich finde den Charakter cool. Die ist so super schön irre. Mag ich. Drück mal Steuerung 1 durch. Ist ja cool. So, das habe ich nicht gesehen, was Strong 3 macht. Da war ich gerade mal in der Animation. Aber es ist cool. Oh Gott, da fliegt sie auf die Rakete. Das ist fantastisch. Das ist meine Natur. So. So, was macht ihr mit Steuerung 3? Das ist so cool. Die ist nur ein bisschen irre, Jinx. Ganz marginal. So. Das ist voll cool. Oh Gott, ich verliere. Die haben eine Assassine und ich verliere. Oh Gott sei Dank. Cool. So, fantastisch. Ist voll cool. Okay, Kassadin. So, ihn müssen wir nach vorne schicken. Er hat nur einen Range. Ihn schicken wir dahin. So. Das ist Talon hier. Ich hätte gern einen Assassinen zumindest mit drauf, der die Backline kaputt macht. Okay, das habe ich verloren. Ja. Das war's, oder? Ich könnte Glück haben. Wenn er nicht irgendeine krasse Attacke macht, die mich gleich sofort killt, hab ich's. Ja. Geil. Sehr cool. Das Problem ist, du brauchst immer Glück in diesem Spiel. So, was brauche ich? Keine von denen, glaube ich. Ich muss als komme als letzter raus. Ich weiß halt auch nicht immer, wer wirklich gut ist in dem Ganzen. Wir könnten Vi nehmen. Nein, können wir nicht. Hat jemand anders genommen. Jetzt darf ich raus. Wen nehme ich denn? Nehme ich dich. So.
Gut, so, dann haben wir Talon hier. Dann ist es ganz gut, dass wir den gleich mitgekriegt haben. Dass wir den noch gekriegt haben. So, wir könnten Swain nehmen. Ich würde gern Vex hochleveln. Ich würde gern die Punkte aufheben, dass wir später rotieren können. Ich weiß nämlich, was die beste Entscheidung ist. Ob man einfach wartet, die Punkte aufhebt oder ob man durchrotiert und sich die Sachen holt. Ich bin immer skeptisch, weil das Problem ist, ich mache immer beide Varianten durch und beide Varianten verliere ich dann immer. So, okay, unser Assassine müsste hinten die Scharfschützen platt machen, das ist sehr gut. Und den Magier, das ist sehr schön, das freut mich sehr. Die Frage ist, ob es uns viel hilft gerade. Ja doch, könnte funktionieren. Ich könnte Lissandra kaufen. Nur für den Fall, dass wir Lissandra zwei Punkte kriegen. Weil Lissandra ist auch nicht schlecht, die macht unfassbar viel Damage. Okay, wir haben... Das ist meine Natur. Warwick, den haben wir noch nicht. Ich würde gern Warwick und Vex hochleveln und Cassandra, wenn ich... Lissandra, wenn ich kann. Oh, verdammt. Das wird wehtun. Das ist so ein riesen Magier-Sniper-Gelumpe. Das tut mega weh. So, Joshua, hallo, einen schönen guten Abend. Ja, ich hab verloren. Crap! So. Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Okay, wenn wir schon mal wie zweimal kriegen, dann nehmen wir die gleich. Warum auch nicht? Und dann können wir die vielleicht dann gleich auf Stufe 3 hochbringen, wenn wir viel Glück haben. Aber Glück ist immer relativ in diesem Spiel. Cool. So, dann haben wir wieder Punkte. Kettenweste. Die gebe ich mal dem hier. So, Fähigkeiten, Stärke. Kriegt der Assassine. Und er. So, was haben wir hier jetzt? Miss Fortune. Okay. Der Spaß beginnt. So, mal gucken, wie die hier drauf sind. Okay, das könnte gut gehen. Sehr schön. So, haben wir das. Der hat eine 5er Siegessträhne, ich flippe aus. Hätte ich auch gerne. So, was haben wir jetzt? Wir haben Talon, wir haben Caitlyn. Okay, Caitlyn. Eine heiße Spur. Können wir ganz gut holen, das könnte passen. Talon, weiß nicht, ob sich das dann lohnt, weil ich glaube, den kriegen wir nicht auf... Ich dulde keine Kompromisse. Machen wir Cassandra drauf. Mal gucken. Okay, klack. Sehr gut.
hätte jetzt gerne mal nochmal Weaver, dann können wir Cassandra gegebenenfalls tauschen. Lissandra. Wie komme ich immer auf Cassandra? Weiß auch nicht warum. Dam, dam, da, dam. Dam, dam. So, anders gebaut. Deine Einheiten ohne aktive Attribute, 54 Leben und 50 Angriffstempo. Erhält dein Champion im meisten Leben eine Kopie von sich selbst? Okay, das ist ganz gut. So. Ich sehe die Dinge ganz klar. So, und Miss Fortune. Der Spaß beginnt. So, haben wir das. Tam, tadatatam. Ich glaube, wir haben eigentlich eine ganz gute Basis. Ich würde die hier alle gerne auf Stufe 2 hochbringen und sie hier mindestens auf Stufe 3. Weil sie macht echt ganz gut Damage. Aber vielleicht kriegen wir auch noch was anderes. Ich finde, mit Camille habe ich immer so schlechte Erfahrungen gemacht. Die macht immer so schöne Range-Angriffe, aber dauert so ewig, bis sie ihre Fähigkeit einsetzt. Dann ist immer das Problem, bis sie die einsetzt, ist man meistens dann schon am Verlieren. Oh Gott. Das habe ich haushoch verloren. Oder? Das müsste ich locker verloren haben. Vielleicht habe ich Glück und gewinne sogar. Eure Zeit ist vorbei. Cool. Ich habe gewonnen. So. Oder nochmal Lux. Das müsste Lux sein hier, glaube ich. Lux ist cool. Ist furchtbar, wenn du so weit oben bist, dann bist du immer der, einer der letzten, die auswählen darf. Furchtbar. So, Champion Bank ist voll fantastisch. Kommen wir zum lustigen Teil. So, jetzt nicht mehr. Dann packen wir dich dahin. Und was läuft sonst so? So, dann packen wir Vex oben drauf. Sehr schön. Und dann schaut das doch fantastisch aus, würde ich sagen. Dann müssten wir jetzt eigentlich theoretisch, eventuell, gegebenenfalls, vielleicht ein bisschen durchhalten. Ich lasse mich überraschen. Oh crap, wir haben verloren. Krass. Damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Yeah. Was ist das hier? Oh, oh Gott, okay. Ja gut. Ich brauche einen Plan B offensichtlich. I need a plan B. Talon, es lohnt sich nicht, Talon. Jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Okay, schau mal. Ich weiß gar nicht, was ich optimieren soll tatsächlich. Okay, hier habe ich offensichtlich gewonnen. Was könnte ich wie optimieren? So, wir haben Miss Fortune. Auf geht's! Sehr schön.
Dann haben wir Caitlin. Ich habe das Werkzeug für den Job. Okay, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, die beiden brauchen wir eigentlich nicht. Ich würde dann gerne, glaube ich, die Dingens hier durch Miss Fortune tauschen. Da habe ich mehr davon. Hier nämlich eine coole Fähigkeit, Miss Fortune. So. Tausch mit die aus. Tristana habe ich nur einmal. Die hauen wir mal weg. So. Dann. Kampfhandschuhe. Schau mal. Ich bin gespannt. Oh Gott. Die haben halt schon 3 Stück von ihr gekriegt. Ich frage mich, wie das funktioniert, wie schnell manche Leute sind, wie sie die Sachen kriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man muss wirklich einfach nur blind durchrotieren dann einfach. Ja. Ich glaube, man muss wirklich nur blind durchrotieren die ganze Zeit. So. Söldner Zwillingsschuss. Erstmal das. So. Packen wir dich hier wieder drauf. Das Problem ist, ich weiß mir nicht, was wie. Okay, der sammelt gar nichts ein hier. Fantastisch. Ich glaube, der weiß nicht, dass der langlaufen kann, oder? Der weiß nicht, dass er sich das einsammeln kann hier. Ich weiß nicht, was der Plan ist. Ich bin schon mal nicht letzter, ist schon mal gut. Ich bin schon mal zuversichtlich. So, was kriegen wir jetzt? Amüsieren wir uns! Okay, Samira. Okay, erleuchte den Weg! Ja, ich erleuchte den Weg, ganz klar. Ich gehe an meine Grenzen. So, pack mal da Lux rein. Dann brauchen wir Caitlin nicht mehr. Oh Gott. Ich hab verloren. Geil. Ah! Es ist so furchtbar. Das ist Jinx. Ich will Jinx haben. Gib mir Jinx. Natürlich. Verdammt, da war Jinx. So, was nehme ich dann? Ist noch was übrig für mich? Was nehme ich denn? Ich habe keine Ahnung. Toll. Ja, dann nehme ich halt, keine Ahnung. Nehme ich halt dich. Ich habe keinen Dunst. Ich habe keinen von denen gebraucht. Sehr frustrierend. So, ihn haben wir hier. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob sich Talent lohnt. Das Problem ist, ich glaube, wir müssten noch... Also wir müssten jetzt noch 4-mal Talent ziehen, damit wir das hinkriegen. Hier, Darius Stufe 3. Ja, fantastisch. Danke fürs Gespräch. Au. Ich glaube, das habe ich verloren.
So knapp verloren. Es ist unfassbar. Ich bin echt zu schlecht für das Spiel. Weil ich nicht weiß, wie ich die Strategie mitkriegen soll. Sonnenfeuerbrett. Zu Kampfgegnern werden alle Gegner 8 Sekunden lang um 20% des maximalen Lebens verbrannt. Erhalte ein Assassinen-Emblem. Okay, wir machen das mit dem Verbrennen. Das ist gar nicht mal schlecht. Na dann, Zeit für Mundos Visite. So, packen wir ihn hier rein. Ich erledige das. So. Klack. Ich glaube, ich mache das doch so. Ich tausche sie, glaube ich, dann durch meinen Assassinen aus. Es ist so unfassbar. Ganz knapp verloren. Der Spaß beginnt. So. Der Spaß beginnt. Das ist keine Herausforderung. Na, wenn du meinst. Ich sehe das nämlich anders. Handgerechte Kreis, die folgende Boni: 10 Angriffsschaden, 10 Fähigkeiten, Angriffe und Fähigkeiten heilen dich um 10% des verursachten Schadens. Okay. Das ist eine Münze. Die nehme ich noch schnell mit. So. Blitz, Blitz. Es ist so unfassbar echt. Ich tausche ihn mal aus. Ich jage nicht, um zu töten. Ich jage nicht, um zu töten. Bitte was? Ich bin sowas von tot. Au. Das tat weh. So. Na dann. Zeit für Mundos Visite. So. 8, 11, 8, 4... Jin, Kogma. Hm.
Autsch. Es ist so krass, wie ich permanent auf den Deckel kriege, ist unfassbar. Der Anfang lief echt gut und danach bist du halt komplett am Versagen. Ich nehme Miss Fortune. Es ist unfassbar, echt. Ich bin echt zu blöd für dieses Spiel. Auf geht's! So, wir haben Vex, wir haben Swain. Kassadin, Dessandra, Talon, Warwick. Okay, Miss Fortune. Das ist doch nicht wahr. Ich dachte echt, wir gewinnen die Runde. Mundo gehen, wo er will. So. So, ich teile das mal eben um. Das ist so gut oder weiß ich nicht. Ja, okay, das war's. Well. 5. Platz. Sehr gut. Ich muss mal die... Kann ich hier... So, das ist besser. Spieler noch nicht bereit. Match finden. So, jetzt. So, dann ist das nicht ganz so laut hier. Da ist das Menü auch ein bisschen leise. Okay, klar, ich stelle die Verbindung wieder her. Hallo? Jetzt. So. Da-dam-da-dam. Cool, es gibt ein bravstes Schnabeltier. Okay. Was es nicht alles gibt. Ein absolutes Fest. So, was nehmen wir denn? Wieso habe ich sie? Ich wollte sie gar nicht. Aha! Ich hab schon Caitlyn. Ich wollte sie gar nicht. Na gut.
Well. Ich habe übrigens nur magere 240 FPS. Das ist ganz schön wenig. Trefft den langen Lauf des Gesetzes. So, Schon unterwegs. Es ist bald soweit. Also gut, ne? Relativ easy. Ach, der ist das, der die Leute mich dagegen wirft. Wie schmeckt euch das? Okay. So. Uhrwerkherz, ein Team Celsius, ein zusätzliches Uhrwerkeinheit, ein Team Assassine. Dann heilen sich bei jedem Kill um 300 Leben. Also, so, okay. Ich gehe, wohin mich die Arbeit führt. So, nehmen wir Camel. Vielleicht kriegen wir davon noch ein Dingens. Dann können wir die gleich noch auf Stufe 2 hochpushen. Wenn sie schon mal angeboten wird da unten. Weil ich Caitlin verkaufte, weil ich kein Geld mehr hatte. Ich hätte das Ding jetzt auch locken können, einfach. Aber ich baue mich sicher, ob das vielleicht nicht Verschwendung ist. So, da la. Wie schmeckt euch das? Okay. Twisted Fate, Kassadin. Wer ist das hier? Tarik, okay. Bezaubern, nicht wahr? Ultra. Bin ich mal gespannt, ob das was wird. Okay. Weißt du, wenn sie sich wenigstens mal darauf konzentrieren würden, dass sie einen attackieren würden und nicht immer alle kreuz und quer, wäre das echt hilfreich. Nur mal so nebenbei. Schon unterwegs. So. So, Verzauberer, Raufbold, Erfinder. Wir brauchen tatsächlich noch ein Dingens hier. Jemand, der Damage macht. Wir hatten zu wenig Damage nämlich. Leider. Okay. Nia, zum auch verloren, sehr gut. Läuft gut. Läuft ultra gut gerade. Well. Ich bin letzter gerade. Fantastisch. Ja, ich glaube, das Problem ist, wir halten zwar viel aus, aber wir machen zu wenig Damage. Und darum killen wir die nie.
Na gut. Wie schmeckt euch das? Geht doch. Nehme ich natürlich gerne mit, ist ganz klar. So, was haben wir hier? Brauche ich irgendwas? Halt ihn her. Gerade noch gesehen, den habe ich nämlich. Den Tarek, glaube ich, ist das. Dann kann ich den gleich nochmal holen. Also wenn ich den kaufen kann, dann habe ich den nochmal aufgewertet. Dann ist das gar nicht so blöd. So, habe ich Glück? Natürlich nicht. So. Dich packen wir aber da noch hin. Ich komme dich holen. So, dann haben wir das. Dann nehmen wir das Ding noch. Na dann, Zeit für Mundos Visite. Dann nehme ich den Mundo noch mit. So. Ja, das läuft gut. Mal wieder gar nicht. Hallo Lazy Frosch, schönen guten Abend. Well. Well, well, well. Schaut mal eine Frontline aus. 3, 3, 3. Ich jage nicht, um zu töten. Schauen wir mal. Ich könnte eigentlich den Mundo mit ihm hier tauschen. Weiß nicht, ob das so viel bringt. Autsch. Wie auch immer ich mich geheilt habe, ich habe keine Ahnung. Gewalt ist ein Mittel zum Zweck. Gut, haben wir das. So, Dr. Mundo. Zeit für Mundos Visite! Dum, dum, da, dum. Quinter Stufe 2, Warwick Stufe 2. Fantastisch. Okay. Dann sitzen wir die Runde jetzt mal eben aus. Beziehungsweise warten einfach mal, was sich da jetzt dann tut. Vielleicht kriegen wir irgendwas Cooles. Das wäre schön. So. Immer 10% Schild. Wer bist du? Gangplank. Aha. Okay. Gewalt ist ein Mittel zum Zweck. So. Gürtel des Riesen plus 150 Leben. Okay. Ich werde sie zerschmettern. So, dann haben wir den geupgradet. Sehr schön. So. Ich weiß nicht, wie gut er hier ist. Zwillingsschuss. Ich werde mir zurückholen, was mir gehört. Nehmen wir den halt mal. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich glaube, das mit diesem Pushen ist gar nicht so geil. Gewalt ist ein Mittel zum Zweck. Ba-ba-ba-bum. So, ich bin nicht mehr letzter. Das ist schon mal hervorragend.
Twisted Fate. Bezaubern, nicht wahr? Den habe ich auf dem Spielbrett gerade. Das heißt, wenn ich zufällig ihn nochmal kriegen würde. Alles unter Kontrolle. Da-da-da-da! Haben ihn auch gleich hochgelevelt. So, nehmen wir Dr. Mundo rein. Ich hoffe, dass ich Dr. Mundo ziehe. Das wäre schön, wenn wir Dr. Mundo hätten, hätten wir den nämlich, einen Ticken stärker. Das wäre schön. Geil. Die Sterne zeigen keine Gefühlsregung. So, dann Einheiten ohne aktive Attribute erhalten 300 Leben und 50 Angriffstempo. Beschwöre ein zusätzliches Rampenlicht der Extrovertierten. Dann Team Cells hat es eine zusätzliche Chemtech-Einheit. Ich habe keine Ahnung. So, Twisted Fate, okay. So, ich level lieber mal hoch, weil dann kriege ich vielleicht noch einen zweiten für hier rein. Also den Chemtech-Truppler. Wäre vielleicht nicht verkehrt. In Klammern hoffe ich. Bam, 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 bam. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich bin tot. Jo. Das habe ich haushoch verloren. Hochhaus verloren. Nicht gut. Well, well, well. Da-da-da-dam. So, okay, das ist Dr. Mundo. Den brauche ich. Nein! Das ist ein Riesen, aber das Problem ist, der Riese braucht zwei Slots. Das ist so unfair. Dann nehme ich dich. Es ist so unfair. Ich meine, ja, sie wollen verhindern, dass die Besten sich dann gleich sofort das alles dann krallen in Führung liegen. Also es ist fair und schon balanced, aber trotzdem halt nervig. So, okay. Gibt's irgendwas Cooles? Ich habe auch Pech mit diesen Rotationen immer. Ich brauche nur die beiden hier, dann habe ich schon mal eine Stufe wieder mehr. Dann halte ich vielleicht ein bisschen mehr aus. Dann können die vorne dran den ganzen Damage machen, das wäre schön. Twisted Sentinel. Okay, der ist durch unter mir. Bitte sag mir nicht, dass ich das verliere. Das wäre sehr schön. Danke. Fantastisch. Okay, Tarek, das lohnt sich nicht. Doch, toll. Nochmal Tarek, danke. Es ist mega nervig. Ich krieg einfach nicht die Karten, die ich haben will.
Es wäre schön, wenn wir das gewinnen würden, bitte. Bitte, danke. Toll. Versteckt sich dann ihre komischen Dingens, ihre komischen Kugel da. Okay, ciao. Diese Trottel wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Ja. Well. Es kann doch nicht sein, dass ich so viel Pech habe mit diesen Karten. Es ist unfassbar. Auch ihn hatte ich gar nicht, habe ich gar nicht mehr gezogen. Absolut furchtbar. Meine Rache wird blutig sein. Okay, ihn habe ich gezogen. Schaut so Miss Fortune aus. Wo sind die eigentlich? Hier habe ich Miss Fortune Camille. Stufe 8. Zwillingsschuss, ein Feld. Ich habe keine Ahnung, wir probieren es mal mit ihm. Ich habe keine Ahnung, was er kann. Das sehen wir gleich. Ah, er ist gesperrt, warum auch immer. Aus Gründen wahrscheinlich. Au, das tat weh. Ich jetzt mal was ich haben will. Es ist bald soweit. Ich glaube echt, ich spiele das falsch. Ich jage nicht, um zu töten. Ja, ich glaube, ich werde jetzt einfach nach unten durchgereicht, weil ich keine Chance mehr habe. Ich muss mal irgendwann gucken, wie man das richtig macht. Also wie man dafür sorgt, dass man halt nicht am Ende permanent auf den Sack kriegt. Weil irgendwas machen die ja richtig und ich falsch. Ja, wen nehme ich denn? Ich habe keine Ahnung. Dieses komische Zergviech da.
Ach, nicht hier den Dingens dann nehmen können, glaube ich. Ja, das wäre cleverer gewesen. Naja, okay. Habe ich zu spät gesehen. So, was haben wir jetzt? Auf Ärger aus? Immer doch. Rieche ich da Angst? Klar riechst du Angst. So. Ich werde ihnen den Schatten bringen. Super, also ist Diablo hier auch drin, ha? Gefühl zumindest. Autsch. Ich kann dir eigentlich Blitz empfehlen. Das ist ein Programm, das gibt dir Hilfen bezüglich Comms, Items etc. Na, ja, das ist ganz cool. Ich glaube, das muss ich mir wirklich angucken. Weil ich check noch nicht alles, was hier zusammenkommt in dem Sinne. Dein Einheit in den Kampf ohne angrenzende Verbünde beginnt, erhalten 8 Sekunden ein Schild nur von 50% des maximalen Lebens. Zu Beginn des Kampfes. Okay, wir nehmen das. Twisted Fate, okay. Tristana, Lulu, Lux. Jemand wird sich gleich wehtun. Gott sei Dank haben wir den hier endlich. Hat bloß 8000 Jahre gedauert. Jetzt hat er ein paar Leben mehr nämlich. Das ist gar nicht mal schlecht. Na, schauen wir mal. Ja, die brennen mir halt die Leben runter ohne Ende. Da ist nicht viel verdient, weil die mir einfach komplett die Leben runterbrennen bis zum Umfallen. Da-da-da-da. Da-da-dam. Okay, Sack, Gangplank. Die Sterne zeigen keine Gefühlsregung. So, Camel Heimerdinger. Ich bin eh tot. Wenn du die Items nimmst und über andere Items hältst, dann siehst, was du für Items baust. Ach so, du baust damit was. Ah. Das ist gut zu wissen. Ich dachte einfach, die stacken einfach nur. Ich wusste gar nicht, dass es da so Comps gibt. Ah, I see. Wow. Das ist ganz schön großes Viech.
2 Lebenspunkte. Geil, ich bin Letzte. Hervorragend. Aber ich 2 Kampfplätze dafür, ist sehr gut. Keine Ahnung, pack mal Kamel hier rein. Ich habe keine Ahnung. Leben bedeutet Leiden. Okay. Cool, Bro. Alle Punkte ausgeben können, weiter scrollen können. Aber ja. Toll, ich verliere gegen den Vorletzten. Geil. So. Die Items, die du bauen kannst, sind teilweise entscheidend. Das würde erklären, warum ich immer so komplett verliere, weil ich keine Ahnung habe, wie ich diese Items zusammenbaue, beziehungsweise was ich damit mache. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich muss mir einfach mal deutlich besser die so Builds angucken, was man am sinnvollsten macht. So. Machen wir folgendes. Kluft der Beschwörer. So, es ist abwechselnd. Die folgenden Mitglieder müssen mindestens 20 Champions besitzen. Okay, habe ich nicht. Wie gesagt, Blitz. Ist ein gutes Programm. Perfekt. Schaue ich mir dann an. Bin ich mal gespannt, ob ich das dann alles so checke. Achso, warte mal. Was mache ich eigentlich gerade? Gruppe. Was? Nein. Was? Nein. Modus ändern. Ich will lieber gegen die KI erstmal spielen. Ich will was in die Luft jagen. Aber richtig durchblicken tue ich bei TFT auch nicht. Das müssen wir auch für League Normals. Okay. Erst muss ich mir echt, ADC mit JG Bot. What? Alles gut. So. So. Jinx Top Lane. Let's go! Die roten Augen passen irgendwie zum Lord. Na, Schlafmangel. Gleicher irrer Blick. Das stimmt. Das ist durchaus richtig. Sag mal. Dieses Spiel, ne? Also die Leute schreiben vor im Chat ihre Lane. Der ADC geht Botlane mit einem Support in der Regel. Ah. Ja, das habe ich schon verstanden. Du hast irgendwie die Magier-Lane in der Mitte. Du hast die Duo-Lane unten. Was war die andere Lane? Ich hab's vergessen. Ach komm schon. Was soll schon schief gehen? So. Mid ist allein und Jungle geht durch die Map, unterstützt bei Bedarf Lane zu macht die Monster. Topline ist Normals auch allein. Die Welt sieht zu. Bleib konzentriert. 394 Millisekunden Ping. Ja, läuft, würde ich sagen. Ich habe vergessen, die Potion zu kaufen. Was, wenn ich eine Waffe hätte, die Waffen schießt? Botgames manchmal auch. Was?
In Botgames manchmal auch zwei, weil man in Botgames keinen Jungle braucht. Das stimmt. Ein Beschwörer hat das Spiel verlassen. TP zurück, kauf Items. Was ein Quatsch. Die Vasallen sind erschienen. Na gut, gehen wir zurück. LOL, Data Center Timbuktu. Ja, keine Ahnung, irgendwo wahrscheinlich irgendwie. Items sind auch. Ja, ich weiß, ich hab bloß vergessen. Ich hab's bloß vergessen zu kaufen. Hallo? Shop? Shop? Ich bin so verrückt! Ich hab mal Test. Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Sehr gut. Pingback 1917. Er läuft, würde ich sagen. Warte, ein Beschwörer hat das Spiel verlassen. Was echt cooles. Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Ping 2600. Er läuft, würde ich sagen. Well. Na komm. Ups. Letzte Worte? Nein, stirb einfach. Erstes Blut. Ich glaube, ich werde muss man sterben. So. Dam, dam, da, dam. So. Die Lautstärke ist nämlich ein bisschen leise von den Charakteren. Frag mich, ob ich zuhöre. Spoiler, ich höre nicht zu. Die Münzen wirst du Last hitten, damit du das Gold bekommst. Nee, das ist manchmal gar nicht nur so einfach. Aber ja. Du bist ja auch bei Champions und so. Wenn du den letzten Hit machst, kriegst du eigentlich immer extra Gold, beziehungsweise ein extra Dingens noch irgendwie. Du bist meine liebste Kugelverschwendung. Komm schon! Ja! Ja! Ein Gegner wurde getötet. Ich muss gleich mal was probieren. Ich hab keine Mana. Au. Ich bin nicht tot.
Well, well, well. Ja, das ist sau doof, ist echt. Dass ich hier oben echt relativ nutzlos bin. Weil ich halt kein ich mache halt keinen Impact da oben. Ein Gegner wurde getötet. Runter! Spaß, das bringt nichts. Nein, wirklich. Schreien bringt dir gar nichts. Ich finde es übrigens lustig, sieht mir gerade nicht, aber wenn sie stirbt, dann bilden ihre Haare so ein Herz hier. Das ist mega cool. Das ist ja Action geladen. Ja, Ultra. Ich bin so nutzlos, das ist gar nicht gut. Aber was soll's. Toll, ich bin der einzige Kill von unserem Team. Blutrausch. Tot. Jinx steht für Jinx. Doppelkill. Ich wollte nicht gar nicht hinklicken, ich war zu schnell. Kann schon spannend werden. League ist nicht anfängerfreundlich. Ja, das stimmt. Das habe ich schon oft genug gemerkt. Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Du glaubst, ich sei verrückt? Du solltest meine Schwester sehen. So. Ich bin auch weiter von weg liegt zu verstehen. Ne, du verstehst das mehr als ich. Ich zähl bis 10. Ciao, Bella. Ich muss die R-Fähigkeit auch mal machen, fällt mir gerade auf. Brauchen wir wirklich eine neue Waffe? Sie ist nicht bei den anderen Waffen. Falscher Knopf? Nein! Ich hab den falschen Taste gedrückt. Ich wollte eh drücken. Ich hab B gedrückt. Ah! Wurstfinger. Wer braucht schon Gründe? Da-dam-da-dam. Dam-dam-da-dam. So, Jinxie, Jinxie. Kills, Tote, Unterstützungen. Ich fackle nicht lange, ich fackle alles ab. Ich muss mir den Spruch merken, der ist gut. Blutrausch. Ich bin tot. Ich wollte euch aber nur zeigen, wie ihre
Dingens hier, ihre Haare sind herzform. Nur das wollte ich euch zeigen, darum bin ich gestorben. Das war tatsächlich taktisch kalkuliert. Ich habe nur die besten Absichten. Was ist das hier oben eigentlich? Signal. Egal, lass uns rumballern. Achso. Ich dachte, das ist irgendwas auf der Karte. Aber es... Muss genäht werden. Gleich fühlen besser. Nein! Ein Gegner verfällt den Blutrausch. Ja. Nicht war zu aggressiv. Ich muss hier mir zurücklaufen. Ich denke nach. Okay, ich bin fertig. Da-da-da-dam. Nicht aufzuhalten. Blut ich auch meinen. Du, di, di, du, dam. Dam, dam, da, dam, 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 dam. Na komm. Grund zur Panzerung wird bald durchbrochen. Knochensäge. Nix Knochensäge, Klappe halten. Was tut weh? Ja, hab ich gemerkt. Wer will schon brav sein? Vor allem, wenn sie Kills haben. Ja. Yep. Vor allem, aber das Coole, also das Coole ist, wenn es dann mal irgendwann läuft und du selber Kills hast, dann geht's gar nicht mehr so schlecht. Dann kannst du ganz gut hier so Vollgas geben. Irgendwann muss man sterben. Verwüsten. Ein Gegner wurde getötet. Oh krass, der hat ihn erwischt. Ich wollte nicht hinterherlaufen, weil ich dachte, das bringt eh nichts. Offensichtlich hätte es doch was gebracht. Verwüsten. Ich will doch nur spielen. Verwüsten. Das ist ja cool, wie sie so ein Dingens hier baut.
Ein Gegner wurde getötet. Gar kein Problem. Ich kümmere mich oben in den Turm. Das gehört alles zum Plan, den ich mir gerade ausgedacht habe. Autsch. Götte. Häufig gekauft. Vorgeschlagene Gegenstände. Angriffsschaden, Angriffstempo. Der ist ja gar nicht mal so blöd hier. Nicht so schnell. Terminiert. Ach. Was soll schon schief gehen? Tja, das frage ich mich auch immer. Oder die Frage stelle ich mir immer. Dann denke ich so, jo, meine blöde Idee. Verwüsten. Verwüsten. Eliminieren. Beschützen. Verwüsten. So. Turm. Turm terminiert. Ach komm. Well. Ich müsste eigentlich mehr von diesen Camps kaputt machen, dass ich Gold kriege, damit ich die Items kaufen kann. Ich sag gleich was echt Cooles. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Pam. Ist bloß alles gemacht hier unten. Bleib stehen! Ich versuch dich zu erschießen. Legendär. Perfekt. Müssen ein paar Viecher blöd machen, ich brauch Geld. Du bist meine liebste Kugelverschwendung. Da, 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 da. Na, 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 ein Gegner wurde getötet. Na, 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 na. Beschützen. So. Deutsche Synchro. Übel. Oh.
Rap. Heiß, heiß, heiß. 3, 41, 9 und auf geht's. Du hast einen Gegner getötet. Cool. Wie auch immer ich das gemacht habe, ich habe keine Ahnung. War bestimmt ein mega epischer Kampf. Hab's noch nicht mitgekriegt. Dam, dam, dadam. Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Terminiert. Ah, ah, ah. Not finished game. What? Ein Verbündeter wurde getötet. Was für eine? Jinx Not finished. Jinx. Da 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 da. Runter! Was? Das bringt nichts. Leg dich mit jemandem meiner Größe an. Es nennt sich auch Abstauben. Verwüsten. Du glaubst, ich sei verrückt? Du solltest meine Schwester sehen. Okay, wir sollen nicht finishen. Okay. Warum? Ich habe keine Ahnung. So, man nennt es auch Abstauben einfach. Daran bin ich Weltmeister. Neue Stufe! Hooray! Klarheit, neuer Zauber, markieren, neuer Zauber. Tagesbelohnung. 2 Missionen abgeschlossen, 3 neue Missionen hinzugefügt. Die Macht, Fähigkeiten ansehen, auswählen. Riven, die Verbannte. Die sieht cool aus. Was zerbrach, kann neu geschmiedet werden. Okay. Finde ich gut. So. GG, easy, Teamdiff. Jeder von euch hat ein Teammitglied geehrt. Deine Ehre ist dieses Spiel zusätzlich angestiegen. Fantastisch. Ja, gut. So. Kann ich nicht eigentlich... Modus in der... Gruppenteilnahme nur per Einladung. Aha, okay. In die Luft jagen. Ups. Ich glaube, ich check das langsam. Alle LOL-Spieler machen im Vorfeld die Teamauswahl. Wo sie hingehen. Und ich spiele danach, klack, den Charakter will ich spielen. Ich habe ein Problem. Ja, gut. Top, Bot, Bot mit. Was? Top, Bot, Bot, Bot. Ich habe keine Ahnung, wer wohin geht. Also gut, ich muss das noch lernen mit diesem Lobby-System, wie das wie funktioniert. Gut. Auf der Mobile-Variante ist das anders, glaube ich. Aber auf der Mobile-Variante von League of Legends wählst du nämlich aus, welche Lane du bist.
Und dann wirst du nämlich mit Leuten zusammen gematcht, die auf diesen jeweiligen Lanes spielen wollen. Na, aber gut. Ich habe immer das Ding, dass. Oder ich habe das Gefühl, dass mir das Spiel abschmiert. Aber das Spiel schmiert nicht ab. Er beendet nur einfach das Dingens und startet irgendwie eine neue Instanz. Das ist alles sehr skurril. Na, ich bin gespannt. Pool Party Caitlin. Okay. Schwarznebel Shyvana. Pool Party Orianna, Tarek, Trundle. Okay. Ne 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 ne. Ich denke nach. Okay, ich bin fertig. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Den zeige ich. Ich habe schon die Items vergessen. Ich bin gleich zurück. Ich sterb nicht kreischend ohne mich. Okay, wir sind zu dritt hier unten jetzt. Frage, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Ich gehe mal nach oben, ha? Ich habe keine Ahnung, wie die Aufteilung ist. Keine Mana mehr, ich flippe aus. Ich bin deine Abrechnung. Füge dich. Gerade Axtwerbung geschaut hier. Ja, fantastisch. Irgendwann muss man sterben. Erkenne deine Fehler. Keinen kommen. Ha.
Nein, ich bin tot. Lass mich. Ein Gegner wurde getötet. Brav sein. Glück habt, ich bin nicht gestorben. Was, wenn ich eine Waffe hätte, die Waffen schießt? Ta 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 ta. Ta 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 ta. Keine Zeit für Gnade, bitte! Verschwendung! Gib nach! Erlösung! Erkenne deine Fehler! Vergeltung! Ich habe ein paar Lebenspunkte weniger. Ich fackle alles ab! Sir! Mein Aufstieg! Ergib dich dem Schicksal. So, naja, es läuft gar nicht mal so schlecht. Jinx steht für Jinx. Erkenne deine Fehler. Ein Gegner wurde getötet. Infernale Dämmerung! Vergeltung! Ein Gegner wurde getötet. So, Dala! Erlösung! Autsch, ich bin tot. Gib nach! Mein Aufstieg! Verrückt! Infernale Dämmerung! Doppelkill. Gut, ich verzieh mich mal. Verrückt. Du solltest meine Schwester sehen. So, dann einmal wieder da hoch. Fantastisch. Die FPS sind ganz schön eingebrochen hier gerade. Ich habe nur noch 182 FPS. Das ist ja erschreckend. Ich brauche wirklich eine neue Waffe. Ein Verbündeter wurde getötet.
Oh verdammt, ich dachte, die laufen da lang. Vergessen wir die Waffen zu switchen. Einzelne Ziele ist besser, wenn ich mit den, wenn ich die Minigun verwende. So. Das ist der erste Turm, der fällt. Erlösung! Der Kreislauf der Dämmerung! Perfekt! Ciao! Ergib dich dem Schicksal! So, dann machen wir ein schönes Türmchen eben platt hier. Gib nach! Keine Zeit für Gnade! Heiß, heiß, heiß! Ich trage viele Gürtel. Ohne Grund. Beschützen. Entfesserte Göttlichkeit, Morgen! Perfekt! Ergib dich dem Schicksal! Erkenne deine Fehler! Jo, das ist ein bisschen explodiert. Finde ich gut. Infernale Dämmerung! Was soll schon schief gehen? Ein Gegner wurde getötet. Gib nach! Erkältung! Blende sie mit unserem Licht. Ups. Anmut steckt auch in einer vollbrachten Tat. Ich sag gleich was echt Cooles. 3, 41, 9 und auf geht's! Ich bin weg. Ciao. Dein Team hat einen Turm zerstört. Frag mich, ob ich zuhöre. Spoiler. Ich höre nicht zu. Dein Team hat einen Turm zerstört. Blutrausch. Phoenix erfällt in einen Blutrausch. Hooray. Die greifen um unser Türmchen an. Wurde getötet. Das ist nicht gut. Doppelkill. Okay. Er räumt auf. Okay. Da 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 dam 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 dam. Infernale Dämmerung. Infernale Dämmerung! Okay. Erlösung! Dein Team hat einen Turm zerstört.
Sehr gut. Erkenne deine Fehler. Immer schön auf die Hauptwaffen, wenn wir ordentlich draufballern können. Nein! Au! Das tat weh. Das tat ein klein wenig weh. Ich bin deine Abrechnung! Ich glaube, das tat weh. Da ist er ordentlich hops genommen worden. Wo ist er denn eigentlich? Ach, ist er noch nicht gespawnt, okay. Berserker! Dein Team hat einen Turm zerstört. Du lachst mich. Gibt keinen Grund zu lachen gerade. Ich hab nichts, wo ich lachen kann. Stufe 6. Sehr gut. Gib uns Feedback. Nein. Alter, ich habe fast keine Items gekauft. Die haben mir viel mehr Items gekauft, plötzlich irgendwie. So. Ich will was in die Luft jagen. Ich mach noch eine Runde, dann mal Schluss für heute. Da da da. Da da da. Chip in the chair. Ich muss übrigens die anderen Skins mit Jinx freischalten. Die schauen alle mega fantastisch aus. Die Weihnachtselfe ist lustig. Ich finde, fairerweise, hier sieht sie relativ normal aus. Hier sieht sie modern aus. Hier ist irgendwie so, ja, keine Ahnung. Hier ist sie einfach absolut insane auch.
Das ist, glaube ich, Silvester, so Feuerwerksding ist mega insane. Die Zombie-Schlechterin mega insane. Sie hier auch mega insane und sie hier auch insane. Also, weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, außer wahnsinnig. Die Musik ist gerade recht laut. Etwas ist schief gelaufen. Bitte nimm einen Ausfall vor, während wir versuchen, sie wiederherzustellen. Ich habe ausgewählt. Aber gut. Da sind wir. Level 487. Krass. Da stinke ich mir Level 6 echt gegen ab. Hexenzirkel Ash. Die meisten Leute benutzen die Taucherkugel, um die Schichten der Unterstadt zu durchqueren. Die Einheimischen haben andere Methoden. Dem 80% haben wir schon. Hallo? Spiel? Heute noch? Vielleicht. Ich glaube, hier geht gerade nichts mehr voran. Ich bin mir nicht sicher. Rennington Dundee. Okay. Fantastisch. Vor allem ja doch das Messer. Oh Gott. Crocodile Dundee. Fantastisch. Finde ich gut. Das Spiel auf jeden Fall sehr viel Humor. So, wie schaut's aus? 80% Spiel? Heute noch? Vielleicht? Eventuell? Wenn's genehm ist und keine Umstände macht? Dann könntest du jetzt durchaus vielleicht laden? Was, wenn ich eine Waffe hätte, die Waffen schießt? Ich habe diesmal dran gedacht, was kaufen. Den zeige ich. Zum Erscheinen der Vasallen. Arcana Komet, deine nächste Fähigkeit lässt einen Kometen auf den anvisierten Champion fliegen.
Spoiler. Ich höre nicht zu. Okay. Mana-Fluss. Wenn du einen gegnerischen Champion in deinem Feld triffst, erhöht sich dein maximales Mana permanent um 25. Okay. Das ist gut zu wissen. Erstes Blut. 1 plus in Präzision. Runter! Spaß, das bringt nichts. Ein Gegner wurde getötet. Blende sie mit unserem Licht. Na gut. Ich glaube, ich habe vergessen, was zu essen. Ein Verbündeter wurde getötet. Ach komm. Autsch. Ach komm. Ein Verbündeter wurde getötet. Panik! Wir sehen uns. Gut, haben wir das. Lauf! Los! Jinx, lauf schneller! Ich weiß, du hast zwei riesige Knarren, die du mit dir rumschleppst, aber los, lauf schneller! Ich bin ein Gegner. Ich hab mal Test. Irgendwann muss man sterben. Immer nach vorne. Mist. Da hatte er zu viel Leben noch. Beziehungsweise ein Schild und außenrum. Auf jeden Fall die Fallen. Ja! Ein Gegner wurde getötet. Ja, Mensch. Was sind sie denn? Edelsteine eignen sich wunderbar zur Ablenkung. Mist. Ohne Mana ist es schwierig. Gründe.
Meine Skalierung ist, glaube ich, nutzlos, weil ich kein Magier bin. Aber ich muss echt mal gucken, wie das so die mit Items und so weiter, das, was man am besten eigentlich nimmt. Das checke ich noch nicht so ganz. Berserker. Nicht aufgeben. Ja! Ha! Für die Anmut. Ja! Letzte Worte. Ein Verbündeter wurde getötet. Kämpfe weiter. Mein Licht wird nie erlöschen. Sehr gut. Ja! Zusätzliches Mana, 24. Okay, geil. Finde ich gut. Die stand halt genau einen Millimeter davor, ne? Da flippst du aus. Endet nie. Ja. Sehr gut. Du glaubst, ich sei verrückt? Du solltest meine Schwester sehen. Ha. Na komm. Das wird so nix. Aber der Turm ist fast kaputt, zum Glück. Ich muss mal so Dinge zusammenstellen mit den Items, was am besten wäre. Dein Team hat einen Turm zerstört. Das mit den Items ist nämlich unfassbar kompliziert, finde ich. Weil du hast irgendwie, du musst im Vorfeld irgendwie alles wissen, was du an Items schon brauchst pro Champion, ansonsten hast du halt keine Chance. Ein Gegner wurde getötet. Weil du kannst dich da nicht jetzt 10 Minuten hinstellen, erstmal in den Shop und alle Stats durchlesen und so gucken, ja, was könnte jetzt am besten irgendwie passen. Du bist meine liebste Kugelverschwendung. Ein Gegner wurde getötet. Ja! Ich hab das aus Versehen absichtlich gemacht. So, müssen wir uns den Turmplatt machen. Dein Team hat einen Turm zerstört. Sehr gut. Ja! Spaß, das Ding!
So, da la, alles platt machen, was sich bewegt. Dein Team hat einen Turm zerstört. Dein Team hat einen Turm zerstört. Ja. Komm ich so zurück, ja, ne? So. Brauche wirklich eine neue Waffe. Nicht meinen anderen Waffen. Du-bi-du-bi-du-di-du. Da-da-dam-dam-dam-dam. Aber das macht Laune. Ach, jetzt sehe ich das erst, dass er das ja relativ fix da macht, weil die alle komplett an ihr festgeschnallt sind, so die Waffen. Das heißt, sie trägt die einfach immer so damit. Das muss ganz schön... Das muss doch ganz schön unangenehm sein. Dein Team hat einen Turm zerstört. Aui. Wann muss man sterben? So. Sprüche. Ja. Ach, komm schon. Was soll schon schief gehen? Da leben ja alle Türme noch, ups. Ja, das höre ich gerne, dass ich gottgleich bin. Schon brav sein. Dein Team hat einen Turm zerstört. Du bidu bidu. Du bidu bidu.
godlike. Ist ja fast wie in den alten Unreal Tournament-Teilen. Ein Gegner wurde getötet. Wirklich? Schreien bringt dir gar nichts. Ach, der Turm steht da noch. Ups. Also wir können nur nach rechts rumlaufen, weil das ist die einzige Dingens, wo die Türme kaputt sind. Nee, es gibt jemanden. Nee, es kann keinen zweiten geben, der gottgleich ist. Das ist unmöglich. Sehr schön. Möge dein Geist Vergnügen finden. Nice. So, da la. Spiel verlassen, Strafe erteilt. Das ist ja auch geil, wenn du einfach... Ich habe gar nicht gecheckt, dass wir bis zu viert gespielt haben. Ist gegen die KI relativ einfach, da kriegt man das gar nicht mit. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da jemand raus ist. Vor allem relativ früh schon, mit Level 1 schon. Aber es ist auch krass, dass du auch in einem NPC-Game, dass du eine Strafe kriegst. Krass. Ich muss auch das mit den Items angucken, dass ich das irgendwie besser hinkriege. Weil ich glaube, wenn man es mit den Items richtig hinkriegt, dann funktioniert es insgesamt ganz gut. Helft mir, weil du insgesamt die, einfach deutlich mehr Damage machst. So. Ja. Dann würde ich sagen, war es das für heute mit dem Stream tatsächlich. Wir machen morgen nochmal einen Stream. Ich switche den Talk rüber. Set Game Just Chatting. Geht mal wieder nicht. Ich bin begeistert. Na gut, muss ich es manuell dann machen. Gut. Ja, das war's noch auf jeden Fall mit dem heutigen Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. LOL macht irgendwie schon Spaß. Also ist schon irgendwie lustig. Wir spielen es zwar gerade nur gegen Bots, das heißt, wir haben nicht andere Spiele etc. Aber ich versuche noch ein bisschen reinzukommen, die Thematik da ein bisschen besser zu werden. Damit ich nicht gleich komplett ablose, wenn wir gegen andere Spieler spielen. Weil ich weiß nicht, wie das Matchmaking ist. Ob du da irgendwelche Lowbobs dann hast oder ob die auf dem ähnlichen Skill-Level sind. Da bin ich sehr gespannt. Habe ich keine Ahnung, wie das ist. Aber es werden wir auf jeden Fall rausfinden. Ich werde LOL jetzt öfters mal spielen. Weil es macht tatsächlich Spaß. Muss ich wirklich sagen. Und ja, morgen werden wir vermutlich Vampire's Dawn mal weitermachen. Weil ich würde ja gerne wissen, wie es da in dem Spiel weitergeht. Das heißt, das wäre dann im morgigen Stream und dann mal gucken, wie ich nächste Woche dann streame. Ich habe ein paar Termine nächste Woche nämlich, von daher muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Aber sei es wie sei, kriegen wir alles hin. An dieser Stelle, lieben Dank alle fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne den Kanal hier abonnieren und dann, abonnieren, followen meine ich, und Glocke anmachen und dann beim nächsten Stream direkt wieder dabei sein, würde ich mich sehr freuen. Und jetzt, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein, gute Nacht, schlaf gut und bis morgen. Tschüss, gute Nacht.